Hey, liebe Leute, der Ömer ist gerade noch Hände waschen, von daher ignoriert den erstmal, egal auch wenn er redet, er ist gerade nicht da, er wäscht noch Hände. Wir sind in der neuen, also zurück, willkommen, nein, Moment. Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Payday 2 für den PC mit dem Ömerchen. Da sehen wir Bane, den kleinen Cock. Und wir sind heute in Transport Innenstadt. Wir machen jetzt die Transportdinger hintereinander. Ganz schön. Und ich drücke jetzt auf bereit. Ich habe eine neue Maske Knobelknilch. mit, die kennt er immer jetzt hoffentlich auch noch nicht, du Knobelknilch. Unerwünschte Maske. Boah, geil. Stimmt, es ist ja ihr Jahr des Hahns. Ja, Mann. Ihr seht die Mission dann hinten. Hinterher. So, wir sind jetzt in der Innenstadt und guck mal, hier sind wieder vier so eine Transporter. Das Problem an denen ist, die müssten mit der fucking Säge aufgemacht, mit einer Bohrer aufgemacht werden. Ja, das war letztens auch so. Ja, ich weiß. Leider. Oh, bitte mach keinen Bohrer ran, bitte. Weil das Aufrüsten von dem dauert länger. Ernsthaft? Als den überhaupt ranmachen, ja. Geil. Ich glaube, ich mache hier auch noch einen Bohrer ran. Mann, du kannst mir die Typen mal vom Rape halten, Alter, du inkompetentes Stück Scheiße. Gar nicht. Das wobbelt alles. Ich bin dabei. Ich hasse dich auch. Ich bin fast tot, weil du mir nicht hilfst. Ja, ich mach die ganzen Segen und du läufst einfach sinnlos durch die Gegend und ich sterbe, ja? Alles wegen dir. Halt, dummer Spaß. Halt dein Maul. Halt du dein Maul. Ich muss jetzt schon meine Arzttasche verwenden, ja? Wegen dir. Ja, nur weil wegen du scheiße dir. Bist. Nee, nur wegen dir. Boah. Hörst du es nicht? Kannst du nicht mal reparieren? Da hinten ist noch einer kaputt. Was? Den hab ich gar nicht gesehen. Mann, alles muss man selber machen, ey. Ja, mach selber. Mach ich auch. Hättest du nicht mehr C4 ja, mitnehmen deine können? Deine Bohrer. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Hättest du nicht mehr C4 mitnehmen können? Hier sind zwei kaputt vorne, was machst du denn wieder? Alter. Ich kopf dich gleich so. Ja, kannst du gern machen. Aber repariere bitte wirklich mal. Ich bin dabei. Danke. Okay. Stell dir einfach vor, du bist mitten in so einem Einsatz in Real Life, bist die ganze Zeit angeschossen und jetzt bist du so schon als so ein Scheiß. Bohrer zu reparieren. Und du bist auch noch Tank hier dadurch. Hä? Ja, aber das Witzige ist, wir sind ja nicht in einem Einsatz. Wir sind ja nicht. Wir töten ja die Polizisten. Ich dachte, wir machen. Wir schließen Freundschaft. Cock. Ich dachte, wir cocken mit denen. Machen wir den Bohrer. Meine Rüstung ist einfach so down, dass sie nicht mehr hochgeht. Achso, ja, meine auch die ganze Zeit. Deswegen gehe ich jetzt schon wieder in meine Arzttasche. Schon wieder. Wieder schon. Alter, diese Drecksbohrer sind schon wieder alle down. Neben dir ist einer, mach du mal bitte an, ich mach die anderen beiden. Oh, okay, ja. Sind zwei bei dir. Sind jetzt wirklich gerade alle down. Oh, jetzt kann ich nicht mehr hören. Warum stehst du zwischen zwei Bohrern? Also du hast drei Bohrer gleichzeitig. Richtig lustig. Ich räume mal ein bisschen auf. Ja, ich wirf meine Concussion zu dir. Wie ging das nochmal? So. Du hast sie hinter mich geworfen. Sehr schön. Eine Concussion vom Gegner nicht getroffen. Ein Druck ist open. Yep. Aber lass jetzt wohl noch die anderen aufmachen. Kannst du neben meiner Arzttasche die Munitasche stellen? Ich weiß gerade nicht, wo die Arzttasche ist, ich sehe sie gerade nicht. Oh, dann ist es schon weg. Ich weiß nicht, wo sie ist, also. Ja, dann ist es schon weg. Hab gerade geguckt. Okay. Machst du den Bohrer? Ja, sofort. Alles klar. Ach ja, ich habe ja eine neue Waffe hier, den Eishockeyschläger. Mit meinem Gesicht im Bohrer drin. That's how you repair. Na, logisch. Na Logo. Knackst du Schlösser oder was schon? Ja.
Aber ich gehe jetzt mal den Scheiß da hinten reparieren. Boah, was, wo ist der Sniper? Ach, da oben, lol. Oben, den kriege ich nicht. Mit meiner ich hab ihn gemacht mit der Waffe, mit der ich nicht zielen kann. Oh, da ist noch ein Sniper. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin gleich tot. Oh. Ja, yep, bin down. Wirklich? Ja. Oh, ich muss nachladen, Moment. Wie das aussieht. Mit einer Hand mit dem MG, Alter. Mit einer Hand, ja, nice. Mit einer Hand. Richtiger Herkules. Au. Kannst du mal zu meiner Arzttasche die Munitionstasche legen? Das wäre ganz cool. Wo ist die jetzt? Ach, ja. Da. Sofort, Moment. Ja, ich warte sogar und baller ein bisschen in die Luft. Aber ich brauche jetzt halt echt Muni. Da. Merci, oh, die ist ja voll geil jetzt. Die sieht ja sogar anders aus, wenn die mehr Ladungen hat. Cool. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie meine Arzttasche dann aussieht. Bestimmt dann ein richtiger Koffer. So, ich habe jetzt die ersten Schlösser alle komplett geknackt mit der Säge. Na gut. Ach stimmt, das geht ja jetzt so schnell. Super duper. Ja. Ja, ja, ja. Habe ich unseren Transportwagen hinten eigentlich... Der Bohrer ist immer noch kaputt. Habe ich nicht eigentlich unser Auto übel schön gefärbt? Musst du dir gleich mal angucken, wenn du die Beute wegbringst. Ah, oh, meine Säge hat keine Muni mehr. Was, echt? Achso, du musst aber nur zur Tasche, ne? Ja. Gut. Egal, den ersten einen Wagen habe ich komplett mit dem Teil geknackt. Jo. Ich gehe dann derweil schon mal die Taschen wegbringen. Ja. Sammel am besten alles ein, weil ich sammle nicht alles ein, während ich das knacke. Ja, ich hab's gemerkt. Ich wollte dich schon anschnauzen, dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Der checkt's doch eh nicht. Hä? War ich schon wieder ein Gage-Paket oder. Ich konnte hier gerade schon wieder für irgendwas F drücken. Gut, erstes wieder. Ah, ne, zweites komplett aufgeknackt. Jetzt geh ich nicht nach hinten und reparier mal den Bohrer. Ja, klar. Damit der endlich mal da Work macht. Oh nein, ich krieg gleich richtigen Schaden. Fuck. Sniper out. Boah, ich glaube, ich bin auch gleich down hier. Ich sehe nicht, von wo ich beschossen werde. Also aus der Richtung. Ich auch nicht. Ey, der ist jetzt innerhalb von 5 Sekunden schon wieder ausgefallen. Pff. Ja, weil da die ganze Zeit die Bullen sind. Oh, Leute. Ich muss spawnen einfach Gegner killen. Nett. Mag ich. Oh, 25 Sekunden noch, dann ist der hier auch nicht auf. Was, 25 Sekunden, Alter, war der echt so lang kaputt? Ja, und der war auch noch zweimal hintereinander kaputt. Scheißteil. Gut, dass ich Thompson dabei hab. Der hat richtig viel Muni. Ah. Aber du warst ja auch schon bei der Muni-Bag. Die ist schon wieder kaputt, ne? Ich schaff fleißig die Taschen weg. Jo. Die sind jetzt auch alle hier in dem, in dem Einkaufszentrum, wo wir gespawnt sind. Deswegen, ich bin schon wieder fast tot. Echt heftig. Und es tut mir wirklich... Jetzt hat Dallas geflucht. Okay. Wegen dem Bohrer. Wir haben übrigens gar keine Arzttasche mehr. Also wenn uns beiden oder einem von uns irgendwas passiert, sind wir halt heftig gefickt. Keine Arzttasche mehr? Ne, beide komplett aufgebraucht. Krass, Alter. Wie viel Schaden hast du zu bekommen? Ich krieg ordentlich Schaden, ja. Drücke F, um die Adresse zu nehmen. Okay. Wie sah das aus? Jetzt gerne eine Aufnahme gehabt. Kennst du diese Top Secret? Ja, ja. So. Okay. Ich gehe wahrscheinlich gleich down. Yep, ich seh's. Wenn ich Pech hab, ich hab Glück. Gut, weil ich weiß nicht, ob ich zu dir durchgekommen wäre. Wärst du nicht. Nein, wärst du nicht, habe ich gerade beschlossen.
Dann ist hier noch was, wo wir noch deine Sägekünste brauchen. Moment. Komm schon nach. Ach, du hast die Arzttasche doch noch gekauft? Ja. In dem Gebäude gegenüber im dritten Stock liegt sie. Ach so. Dann sollte ich da hingehen. Jo. Ich kümmere mich selber ein bisschen hier um Schlösser knacken. Jo. Obwohl, wo ist der Sniper? Ich sehe gerade keinen, ich bin im Gebäude. Also im Auto quasi. Boah! Schreck mich nicht so. Hi. So, alles offen. Nice. Auch in dem ganz hinten schon? Ja. Okay, gut. Ich glaube da, weil du die dickere Rüstung... Da du die dickere Rüstung hast, ich glaube, du musst aus dem hinteren Wagen holen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mit meiner Rüstung. Ich brauche erstmal... Wie komme ich da nach oben hier im Gebäude? Weiß ich doch nicht. Oh Gott. Alter. Bitte noch umständlicher platzieren? Ja, geht das noch? Nee. Nee? Okay. Na, obwohl schon. Wir könnten sie auch noch aufs Dach legen. Jetzt kriege ich einen Anruf von irgendjemandem, dessen Nummer ich nicht eingespeichert habe. Ey, dann gehst du nicht ran. Was? Dann gehst du nicht ran. Nee, ist aber von WhatsApp eine Nummer. Pff, boah, ich glaube, ich weiß, wer das ist und ich weiß auch, was man mich fragen möchte. Okay. Und meine Antwort ist schon präventiv nein. Hey, willst du mit uns Gras nehmen? Na, dann würde ich auch präventiv nein sagen. Nee, na schon. Na cool, jetzt sind die auch noch hier in dem Gebäude, ja cool. Ja, aber das ist gut, dann sind sie da und wenn wir jetzt wieder hier hinten sind, dann sind die halt da noch. Ach so, okay. Egal, kein Polizeiverschuss mehr. Ja gut. Irgendwie gefühlt zum ersten Mal diese Folge. Kein ja. Vorschuss mehr. Das ist richtig. Kann sein, warum? Nee, war ein bisschen Action halt irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Übrigens, Fun Fact, ich hatte schon direkt in der ersten Folge, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen übergreifend in andere Projekte, aber in Divine Divinity direkt ein Lachflash. Wo du irgendwie versucht hast, irgendwas zu erklären und die Charaktere haben die ganze Zeit gearbeitet. Ja, ja, sowas liebe ich in Videospielen. Wenn man einmal was erklären will und man darf nicht, aber nee, ist ja richtig. Und das ist ja gut, wenn geredet wird. Guck mal, siehst du mich? Ja, total cool. Oh, ich bin gleich tot. Hier oben sind übelst viele, Alter. What the fuck? Ist das hier ein Spawnpunkt von denen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe allgemein keine Ahnung, wie das mit dem Spawn von denen funktioniert. Ach, die kommen ja immer von außerhalb der Map. Deswegen sind ja überall unsichtbare Wände, was total lustig ist. Hahaha. Ja, total witzig. So, wie sieht es mit den Geldtaschen aus dem hintersten Wagen aus? Bin dabei. Ich glaube, ich habe erst einen mitnehmen können. Gut. So. Ja, einen habe ich mitnehmen können. Einer ist hier noch übrig jetzt. Ich habe jetzt den zweiten, ne? Habe ich das ganze Zeug, hast du eingesammelt, ja? Gut. Hast du in den anderen Lagen geguckt, in den anderen drei? Ja, die sind fertig. Gut, dann fehlt hinten nur noch ein einziger. Den hole ich dann sofort. Hä? Wo? Ganz, ganz hinten. Im hintersten Wagen. Hä, das war doch der hinterste Wagen. Ach, hast du den schon? Okay. Ja, klar. Ich war doch gerade neben dir. Hab ich den nicht bekommen. Gut. Also du kannst gerne nochmal gucken gehen, aber ich meine, dass ich den jetzt gerade genommen habe. Achso, ne, ja, alles gut. Ne, ne, dann ist richtig. Hi. Ich hab gerade ein paar Concussions. Ja, hab ich gehört, weil dein Charakter die ganze Zeit geschrien. Ey, im Abschlussbildschirm ist jetzt alles so, als wäre man unter Wasser bei mir. What? Voll witzig. Ja, weil ich Achso, wegen der Concussion. Concussion. Konkussion. Ich glaube, das macht das Spiel so extra immer. Guck mal hier, Waffe. Oh. Lol, was ist das denn? Der Kiefer. Und du hast was für die Thompson? Ja, Typewriter. Oh! Das ist die Thompson. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Spaß. Hier ist übrigens meine Maske, liebe Zuschauer. Die habt ihr noch nicht gesehen. Oh, aber was geil aus. Ist denn. Oh. Was ist denn der Kiefer?
Genauigkeit minus 4. Tarnung plus 3. Ne, ja, das ist doch immerhin toll. Ja, mit Tarnung ist toll, ja, aber. Ja, und dein Cock ist auch toll. Ich verabschiede mich für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, denn dann gibt es die Mission Transportkreuzungen. Also jetzt drei Folgen lang kommt noch nur Transport. Ich glaube, nee, der nächste Part kommt noch ganz gewöhnlich in 4 Tagen. Und dann später gibt es erst die Unregelmäßigkeiten, die ich ja angekündigt habe. Also bis dann. Tschüss.